Um diese trigonometrische Gleichheit zu beweisen, starten wir vom linken Term in der Hoffnung, zum rechten zu gelangen. Hier sehen wir Sin plus Sin und können also die entsprechende Simpson-Formel anwenden. Genau dasselbe im Nenner. Dann machen wir das. Sin plus Sin, das ist 2 mal Sin von der halben Summe mal Cos von der halben Differenz. Den mittleren Term haben wir hinten dran abgeschrieben. Jetzt unten Sin plus Sin, das ist 2 mal Sinus der halben Summe mal Cosinus der halben Differenz. Diesen mittleren Term haben wir hinten dran abgeschrieben. Alpha plus 3 Alpha geteilt durch 2, das macht 2 Alpha. Alpha minus 3 Alpha geteilt durch 2, das macht minus Alpha. 3 Alpha plus 5 Alpha geteilt durch 2, das macht 4 Alpha. Und 3 Alpha minus 5 Alpha geteilt durch 2, das macht minus Alpha. Also erhalten wir so diesen Bruch. Im trigonometrischen Kreis erkennen wir sofort, dass der Cosinus von minus Alpha genau dasselbe ist wie der Cosinus von Alpha. So erhalten wir also diesen Bruch. Bruch, indem wir im Zähler 2 Sin 2 Alpha ausklammern können und im Nenner können wir 2 Sin 4 Alpha ausklammern. Dann tun wir das. Und jetzt erkennen wir, wir können durch 2 kürzen, sowie auch durch diese Klammer. Wir kürzen und erhalten somit den Bruch Sin 2 Alpha geteilt durch Sin 4 Alpha. Sinus von 4 Alpha ist aber dasselbe wie 2 mal Sinus von 2 Alpha mal Cosinus von 2 Alpha durch diese Sinusverdopplungsformel. Und jetzt sehen wir, dass wir noch durch Sinus 2 Alpha kürzen können. Deshalb habe ich hier geschrieben mal 1. So sehen wir, dass oben diese 1 bleibt. Wir sind links gestartet, sind rechts angekommen, also ist dieser Auftrag erledigt.